Kann ich jetzt hier rein wieder? Ja, hier kann ich wieder rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey ho, Freunde, und damit herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween-Special. Leute, heute steht es an, heute ist Halloween, heute ist der gruseligste Tag im Jahr. Und genau aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, hey, wir spielen heute mal eine Horror-Map zusammen. Leute, für die Leute, die nicht wissen, was abgeht, wir haben bereits vor 2 Jahren, 2022 zu Halloween, ebenfalls eine Horror-Map gespielt. Und ich glaube, das Lustige ist, die war auch vom selben Map-Ersteller, von diesem Partotato-Man, keine Ahnung. Und damals kam das Ganze ziemlich, ziemlich gut bei euch an. Letztes Jahr habe ich das Ganze irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung, zu der Zeit war ich sehr, sehr inaktiv auf YouTube, Leute. Aber dieses Jahr steht es wieder an. Wir spielen heute eine Horror-Map namens Demon Brain. Okay, ich bin extrem, extrem gespannt, was uns jetzt hier gleich erwarten werdet, Leute. Aber davor würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einmal in die Kommentare schreibt, wenn ihr solche Special-Videos feiert. Und wenn ihr vielleicht öfter, ich sag's ungern, aber wenn ihr öfter Horror-Content sehen wollt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, auch wenn ich mich dazu überwinden müsste. Aber wenn ihr das sehen wollt, kann ich mich ja mal zusammenraffen, ne Leute? Was ich auch noch kurz erwähnen kann, ist, ich bin jetzt YouTube-Partner, das heißt, ihr könnt auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Natürlich ist das Ganze nur eine, wie sagt man, eine freiwillige Sache. Wenn ihr mich also ein bisschen unterstützen wollt mit 99 Cent im Monat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ist natürlich nur freiwillig und ich zwinge auf gar keinen Fall jemanden dazu. Das solltet ihr nur machen, wenn ihr wirklich denkt, hey, ich möchte mich unterstützen. Also nicht euch selber, sondern ihr möchtet mich unterstützen, Leute. Doch Leute, genug gelabert, wir gehen jetzt rein in die Map. Let's go mit Demon Brain. Ich bin unfassbar gespannt. Ein... What? Okay, wir haben was gehört von irgendeinem... Zombie-Virus. Demon Brain. Junge, sieht das krass aus. Leute, wenn ihr Probleme wie mit Horror-Sachen oder mit Jumpscares habt... ihr seht schon hier, Warning, the map contains brutal jumpscares. Das heißt, es gibt sehr, sehr schlimme Jumpscares hier auf der Map. Wenn ihr damit Probleme habt oder wenn ihr das nicht sehen könnt, unbedingt abschalten, Leute. Ich verpflichte niemanden, das Video anzugucken. Special thanks to Mr. Evil und... Oh ja, okay, geil. Okay, Leute. Alter, diese Sounds... Junge, was passiert hier? Wir sind in einer Dirtgrube. Und wir haben hier einen Stuhl. Und irgendwie ist das so alles voll weit dran gezoomt. Wir haben Slowness. Kann ich mich hier hinsetzen? Leute, das war doch vorher nicht da. Basement. Okay, das ist verdammt gruselig, Leute. Ich habe mal kurz meine Brightness auf Moody gestellt, damit das Ganze hier ein bisschen mehr Horror-Aspekt kriegt. Ich glaube, das sollte man so oder so machen hier. Und jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen gruseliger aus. Basement. Also der Keller. Ich bin echt extrem gespannt, was uns hier erwarten wird, ne? Alter. Wie das schon aussieht. Junge. Warning. Sollte ich da reingehen? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ich kann da auch gar nicht reingehen. Ich sag ehrlich, am meisten Angst habe ich vor den Jumpscares. Was gerade so... Also wenn hier gerade einfach nichts passiert und ich irgendwo langlaufen muss, ist es überhaupt nicht schlimm. Alter, sieht das brutal aus. Paper. Junge, was zur Hölle ist das? Leute, warum spiele ich das überhaupt? Basement. Hä? Das war doch genau da oben auch. Alter, hört euch das mal an. Kann ich hier was machen? Nein. Was soll dieses Paper sagen? Okay, wisst ihr was, Leute? Wir gehen einfach mal nochmal zum Keller, okay? Ich verstehe, worauf das hinausläuft.
Ich versteh's. Oh nein, ist das mies. Wir gehen jetzt wahrscheinlich so oft durch diese Tür, bis irgendwas passiert, ne? Ich wette, irgendwann kann man im Laufe der Zeit in diese Warning-Tür rein oder diese Barrikade ist weg. Na guck mal, die Kiste steht hier nicht. Okay, wieder Basement. Leute, wir werden das durchziehen, Leute. Niemand macht die Augen zu. Wir spielen diese Map gemeinsam durch. Habt ihr mich verstanden? Ich hab's euch gesagt. Leute, ich hab's euch gesagt. Die Warning-Tür ist offen. Und ich weiß ja nicht, ob ich denn... Oh mein Gott! Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken schon. Das... Junge, ich hab Angst. Wer ist er? Hier haben wir eine Kiste. Kann ich nicht reingucken. Haben wir noch einen Stuhl? Eine Cutscene oder so. What? Jetzt ist er weg. 100%. Es ist so klar. Das kann nicht wahr sein, Leute. Ab jetzt wird nämlich diese Map unfassbar schlimm. Weil jetzt wissen wir, dieser Dude ist hinter uns her. Bitte Licht, geh einfach nicht kaputt. Basement. Und hier ist wieder zu. Okay. Leute, das ist so mäßig Layers of Fear mäßig, dass man immer wieder die gleiche Sequenz abläuft und dass sich dann so Kleinigkeiten ändern. Für die Leute, die das Spiel Layers of Fear kennen... Die wissen jetzt auf jeden Fall, wovon ich rede. Oh mein Gott! Oh Mann, was passiert hier? Und jetzt ist die Tür wieder zu. Warte mal, den Typ haben wir doch gerade gesehen, oder nicht? Das war doch das gleiche Gesicht. Okay, nee. Okay. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder... Oh Mann, wir müssen weitermachen, ne? Ach du Heilige. Was sind das? Das sieht aus wie diese Gesichter. Die ist so... Kennt ihr diese Kartoffeldinger, die man sich in den Backofen packt? Diese Smileys? So sehen die aus. Oh Mann, wir gehen weiter. No way, Leute! Ich drück rechts, die Tür ist verschlossen. Leute, wenn hinter mir jetzt was steht, ne? Ohne Witz, ich kann diese Tür nicht öffnen. Oh mein Gott! Ah, oh Mann! Was steht da? Say... Nee, Satan... Says. Ich kann es nicht entziffern, Leute. Tut mir leid. Aber hier steht ja ganz klar Satan, oder? Hier steht Says. Keine Ahnung. Wir gucken in das Buch rein. List of Things. Oh mein Gott, das habt ihr doch auch gerade gesehen, oder? Genau da an der Ecke stand gerade jemand. Okay, wir gucken in das Buch rein. Monday. Zwei Augen, ein Arm, sechs Zähne. Dienstag. Zwei Köpfe, zwei Arme, ein Bein. Drei Seelen? 15 Kinder. Leute. Oh Mann, das ist zu viel für meine Nerven. Geh raus hier. Oh mein Gott, das war so klar. Hinter mir steht jetzt 200 pro. Was ist das für ein Herzschlag? Hallo? Lass mich hier raus. Was ist hier? Okay, hier ist niemand. Okay, hier ist niemand. Hier ist niemand. Ich brauche gar keine Angst haben. Hier ist keiner. Es ist einfach nur Angstmacherei. Hier ist niemand. Oh mein Gott, bist du das? Bist du uns? Leute. Ich will raus hier.
Oh mein Gott. Okay, Leute. Diese Map ist krank, okay? Dass ich spiele sowas nie wieder. Es ist unglaublich. Ach. Jetzt hat er für uns ein One-Way-Ticket in die Hölle gebucht. Okay. Angeblich führt diese Tür in die Hölle. Es wird 100% noch ein Jumpscare vor einer Tür. Warum hat das gerade so gelaggt? Was zum Teufel? Hölle. Alter. Warning. Passiert hier wieder was? Nee, hier ist zu. Was sind das denn jetzt für Sounds? Hö! Soll ich da oder da rein? Ich gehe erstmal hier hingucken. Okay, natürlich geht das wieder nicht. Oh mein Gott, hier ist eine Chest. Hier von den Easter Egg? Secret Easter Egg hier? Kann ich jetzt hier mit rein? Nee. Kann ich jetzt hier rein wieder? Ja, hier kann ich wieder rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war der schlimmste Jumpscare von allen bis jetzt. Oh mein Gott! Leute, was spiele ich hier? Ich mache nie wieder ein Halloween-Special. Das ist das letzte Jahr, in dem ich das mache. Alter. Ja, jetzt ist hier komplett dunkel, ne? Ja, ist klar. Auf einmal steht die Treppe im Nichts. Ernsthaft? Kann ich mit dem Schlüssel hier rein? Nein. Okay, weiter runter, Leute. Wir gehen immer weiter runter. Ah, was war das? Oh, warum war es zweimal hell? Ich check gar nichts mehr, ohne Witz. Ist hier eine Kiste? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Es wird 100% noch ein Jumpscare kommen. Oh, nein. Bitte nicht. 100%, wenn ich jetzt in die Ecke gucke. Okay. Boah, Leute, wenn ihr wüsstet, ne? Ich wünschte, ich hätte eine vernünftige Facecam. Dann könnt ihr euch das jetzt zeigen, wie ich mich hier gerade verhalte. Wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Ist das ein Friedhof? Ich habe wieder schlimme Sound. Oh mein Gott, da war der schon wieder. Written book. Hier. Where are the kids? Behind the wall? Behind the door? Behind Satan? Behind you? Was? Es gab ja hier diese... Was zum Teufel ist das jetzt schon wieder? Okay, das ist krank. Das ist krass. Ganz schnell weg davon. Was ich mich gerade frage, was ist der Plot von dieser Map? Hier sind ja... Wir haben eben diese Liste gefunden. Das wird ja alles irgendwo gefunden. Die Frage ist, wo? Oder wo... Ist das eine Liste von Sachen, die gefunden wurde? List of Things heißt es ja einfach nur. Aber das ist ja alles hier mäßig so. Ich meine, hier steht ja 15 Kinder. Und hier liegt jetzt ein Ball, ein Zauberwürfel, hinten mal ein Kinderbett. Ich nehme mal an,
dass vielleicht die Seelen der Kinder hier unten irgendwo sind. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Doctor, I think that I have a problem. Zweimal steht das da. Nicht nur zweimal. 800 Mal. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ich gehe einfach mal zurück. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich tun kann. Die Tür ist offen. Ist hier gerade ein Amboss neben mir runtergefallen? Okay, die Tür ist auf jeden Fall offen. Wo bin ich? Wo bin ich? Es sieht aus wie diese Hypnose-Dinger. Oh mein Gott! Ich hätte damit rechnen müssen. Schnell raus hier. Ich kann nicht sprinten. Es kommt 100% noch ein Jumpscare. Ah, bitte. Das war's. Das war's, oder? Wo bin ich? Ich glaube, das war's doch noch nicht. WTF. FBCA. DQW. Was passiert jetzt hier? Ich kann einfach reinlaufen. Es hat gelaggt. Irgendwas ist passiert. Die Uhr. Die Uhr schlägt. Kann ich die Kiste hier öffnen? Nee. Kann ich hier rein? Tatsache. Was war das für ein Geräusch? Hier ist jemand gerannt. Okay. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Hört ihr diese... Oh mein Gott! Oh, das ist nicht cool, Mann. Ganz und gar nicht. Was sind das jetzt hier für Blöcke? Error. Oh nein, was ist das denn jetzt für ein... Kann die Map nicht einfach vorbei sein? Ich check hier gerade gar nichts mehr. Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Es ist wirklich schwarz bei mir einfach. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Aber wo muss ich hin? Muss ich irgendwo runter? Oh, ich krieg gar nicht. Oh mein Gott! Jetzt sitze ich wieder auf diesem Stuhl. Und ich bin wieder in... Error, 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 Error. Was? Warum Error? Was ist hier passiert? Was passiert hier? Hä? Leute? Ist das so eine Psychiatriezelle hier? Oder ist das so ein elektrischer Stuhl? Wir sind in einer Art Labor. Ist das ein Labor? Subject. Hier werden irgendwelche Subjekte gefangen gehalten. Rot Brains. Ist das so ein... So ein Gehirnforschungslabor? Es würde Sinn machen. Und war ich ein Testobjekt in diesem Labor? Kann das sein? No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Ihm ergeht's wahrscheinlich genau wie mir. Hier sind wieder die Fernseher.
Hab ich mir das alles eingebildet? Wo sind wir jetzt? Bei irgendwelchen Common Blocks? Kann ich hier in eine Tür rein oder so? Boah, ich verstehe gerade den Plot nicht ganz. Hier komme ich auch nicht weiter. Was ist das denn jetzt hier? Ist das ein Portal? Oh mein Gott! Your freedom was not appearing in the Crown contract? The company Red Brains asked for more adrenaline substances to transform renewable energy. Oh mein Gott! You had to trust in US. In us. US. Well, family, ja. Okay. Heißt, wir haben einen Vertrag bei dieser Firma unterschrieben. Real Ending. Boah, das war die Map. Krass. Two Endings. Leute, es gibt noch ein zweites Ende anscheinend. Interessant. Okay. Gut, Leute. Also anscheinend war der Plot gerade irgendwie so, dass ich einen Vertrag bei irgendeiner so Gehirnuntersuchungsfirma unterschrieben habe und quasi bestätigt habe, dass ich für immer da drin bleibe. Als ich aber gerade ausbrechen wollte, haben die mal gesagt, dass die Freiheit nicht in meinem Vertrag mit eingebunden war. Das heißt, ich wäre für immer eigentlich da geblieben. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier auf One Ending drücke? Jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay. Scheinbar ist das jetzt so ein komplett neuer Weg, diese Map zu spielen, oder? Warte mal, ich will mal ganz kurz wissen, was es jetzt hiermit auf sich hat. Ah, es kommt mir ein bisschen bekannt vor. Hallo? Wie geht's dir, Bruder? Er ist weggerannt, oder? Yep. Die Tür ist auf. Hier ist eine Leiter, aber ich komme nicht hoch. Where is my son? Alter, das ist richtig psychohaft. Das ist saukrank. Book. Why you are here? Why you know will die? Who are these demons? Where you go? You are lost. Ich bin verloren. Was ist hier jetzt aufgegangen? Kam ich nicht hierher? Keine Ahnung. Hier ist eine Falltür aufgegangen. Wieder ins Nichts. Komme ich jetzt wieder zum gleichen Raum wie eben mit diesem Kinderbett? Es ist definitiv ein anderer Raum. Leute, was passiert hier? Oh mein Gott. Where he is? Murderer? Killer of children? Where's my son? Yo, was geht hier ab? Ich komme hier nicht raus, Leute. Geht die Tür gleich auf? Was passiert hier? Da ist er. Hörde, ey, es tut mir leid, Sir, aber das sieht nicht gesund aus, was sie gerade da machen. Was passiert? Rennt er auf mich zu? Oh mein Gott, da ist er. Alter. Bad Ending. Okay. The End. Okay. Jetzt haben wir wirklich beide Szenarien durchgespielt. Beim zweiten, ich hatte da teilweise echt Fragen. Das war wirklich ein bisschen sehr verstörend. Ich mach mal ganz kurz hier wieder ein bisschen, um hier ein bisschen alles wieder aufzulockern. Mal ein bisschen höher die Helligkeit. So, genau. Ich fand es ein bisschen verstörend am Ende.
Also, mit dem Killer, also wir haben ja obviously den Killer getroffen, oder waren wir der Killer? Ich check's nicht. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den Plot vom zweiten Ende verstanden habt. Ja, hier sind die ganzen Figuren. Monster Kid. Dr. Gelabert. Satan. Irgendwelche Priester. Alter, sieht so gruselig aus. Okay, Leute. Okay, Easter Egg Chest ist locked. Warte mal, wir haben den Schlüssel. Okay, Leute, das war nur Werbung, keine Ahnung. Leute, okay. An dieser Stelle würde ich sagen, das war's mit dem kleinen Minecraft Halloween Horror Special. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, beziehungsweise wenn ich öfter so Horrorsachen spielen soll, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, Leute. Ich bin komplett durch. Es tut mir auch leid, dass ich sehr wenig geredet habe im Laufe des Videos, einfach weil ich war wirklich komplett im Fokus drinne. Ich habe mich teilweise so erschrocken, dass ich danach einfach wie in so einer Schockstarre war, Leute. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Bei mir war es auf jeden Fall so, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Als Mitleid, Leute. Lasst ein Mitleids-Like da. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr mich noch mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne ab sofort Mitglied auf meinem Kanal werden. Wie gesagt, ihr verpflichtet euch zu nichts. Ich will niemanden zwingen. Ich sag's einfach mal nur als kleines Angebot. Leute, das war's mit dieser Horror-Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao.